Weil ich die Musik hier auch mag. Ihr seid zurück. Glückwunsch. Hilft uns jetzt, nach Misa Island zu gelangen? Ihr wart vor einigen Augenblicken dort. Hä? Das ist also der richtige Weg. Wir gehen einfach zurück und den Berg hinab. Fuß am Gletschergipfel? Nur ein Tier würde das tun. Akzeptiert ihr eine letzte Herausforderung? Wenn ihr Erfolg habt, helfe ich euch. Wir haben es eilig. Du sagtest, ich weiß, hört mich an. Die Barriere lässt sich nur entfernen, wenn ihr den riesigen Steinkopf erweckt. Ich kann den Trank herstellen, doch es braucht Jahrhunderte der Gärung, um ihn zu brauen. Jahrhunderte? Nutzlos. Deshalb müsst ihr meine persönliche Alchemieflasche, die Fiole der Zeit, für mich finden. Darin kann ich die Zeit selbst kontrollieren. Bringt sie mir, dann habt ihr das, was ihr braucht, innerhalb von Sekunden. Gibt's nicht. Also gut, wo finden wir deine Fiole der Zeit? Eforu versteckte sie vor langer Zeit auf der Wächterinsel. Sicher weiß ich lediglich, dass die Riesenstatue, von der die Insel ihren Namen hat, der Schlüssel ist. Kannst du sicher sein? Eforuls Tricks beinhalten stets große Statuen. Hä? Der müsste irgendwann aufhören, wenn ich meine Fiole nicht wieder finde. Doch nun brauchen wir sie. Das ist lächerlich. Nennt es, wie ihr wollt, aber ich empfehle euch, die Aufgabe ernst zu nehmen. Sie ist sehr anspruchsvoll. Klar, sicher, wir sind bereit. Begebt euch zum nördlichen Teil der Wächterinsel und führt die Läuterung der Schmerzensspitze durch. Hä? Läuterung? Ist dort ein Eremit? Natürlich. Vielleicht ist nur eine List, doch die stammt von Eforul persönlich. Aber ohne die Stärkung der ihrer Kräfte durch die Sonnenwende? Ja, nee, Sonnenfinsternis? Das ist der wahre Zweck des Amuletts der Sonnenwende, oder? Ganz genau. Es ist vielleicht alt, aber seine Magie besteht. Redet dem Eremiten der Qual überzeugt gegenüber und das Amulett wird reagieren. Die Macht, eine Sonnenfinsternis zu beschwören. Also gut, wir schaffen das. Die Schmerzenspitze treibt ein teuflisches Spiel mit dem Verstand, doch ihr verdient eine Chance. Ihr. Nur zu. Trinkt. Was ist das? Eine Dose Seelenbindungstrank für jeden von euch. Kommt schon, wohl bekommt's. Glitzer, Glitzer. Ich fühle keine Veränderung. Dank dieses Tranks werdet ihr das auch behaupten können, nachdem ihr Zeit an diesem verfluchten Ort verbracht habt. Ich dachte, ihr könntet uns nicht helfen. Das ist nur ein kleiner Schubs. Das bleibt einfach unter uns. Danke, Reshan. Wir kommen mit der Fiole der Zeit zurück. Schnipp. Ihr könnt dieses Portal für Schnellreisen von hier zum Dokaria-See nutzen. Beobachte euch. Viel Glück. Und was? Also hier? Ah, hier zum Gletschergipfel, weil da hätte es ja eine Ding gegeben. Eine... Ne? Ihr wisst schon. Eine Regenbogenschnecke. Wo genau bin ich jetzt? Wo genau? Ach, hier ist der Stuhl. Okay, okay. So, das bedeutet, wir sind ja jetzt im Besitz dieser unfassbaren Macht. Und das bringt mich direkt dazu, zu diesem Rätsel zurückzukehren. Man ist zwar jetzt schon wieder eine Woche her. Ja, ich weiß. Mhm. Aber... Dadurch, dass wir jetzt hier einfach Licht machen können, wie wir wollen. Und viel wichtiger noch, diese Teile auf uns reagieren. Ist es jetzt möglich, dass wir da das aktivieren? Irgendwie. Ja, euch nehme ich mal noch mit.
Waren die irgendwie stark? Ich glaube nicht. Moondarang. Und go. Oh nein. Oh nein. No, no. Und hier. Schnipp, schnipp. Alles gut. Sollte ein Level Up jetzt geben. Weil die Kollegen haben uns vorhin gerade so nicht genug Erfahrungspunkte gegeben. Ein Mana-Punkt wäre, glaube ich, bei ihm gar nicht so doof. Magieangriff. Ja, ach komm, ich nehme den Angriff. Gal. Gal wird halt nie eingesetzt. Und wenn, dann für Angriff oder Heilung. Serai. Ja, auch da. Es ist halt... Am Ende des Tages nimmt man viel zu oft eigentlich den Angriff. Hier nehme ich den Mana-Punkt. Das heißt 18 Mana bei ihr. Das bedeutet dann sehr, sehr entspannt. Das Schild, ne? Genau, genau. Jetzt kann ich nämlich das hier machen. Und dann das so. Und dadurch ist da ein Laser. Mhm. Und dadurch, dass hier ein Laser ist, wollen wir dort den Laser hinlenken, würde ich mal schätzen. Und dann gehe ich hier rüber, darüber. Laser hier einfach durch. Genau. Und dann hier einmal querstellen. Und jetzt muss ich einfach nur das wieder rechts reinsetzen. Und dann bewegen sich die hoffentlich im richtigen Ding. Ah, doch nicht ganz. Ja, doch, doch. Da siehst du. Ah, ich war halt einfach noch nicht so weit. Konnte das halt eigentlich noch nicht machen. Boah, ja, wie wär's denn, wenn du einfach so einen Sichelbogen in die Mitte setzt, der ganze verstärkt ist und alle tötest? Na, leider nicht ganz. Aber fast. Einmal hier, einmal da. So, hopp. Hier hoch, die Kiste mitnehmen. Pillernder Kristall. Warte mal. Erzeugt am Kampfbeginn eine weitere Stärkungsaufladung. Angriff oder Enter. Oh, krass. Ja, komm, was soll's. Ich muss die Lebenspunkte nicht wissen. Wenn ich dadurch am Anfang einen Urmana mehr habe. Ja, bitte. So, und hier unsere Regenbogenschnecke. Wegen der ich überhaupt hier bin. Das war's schon. Mehr müssen wir hier, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht machen. Und dann gehe ich auch straight up wieder zum... Gehe ich straight up zum Dukaria-See? Ich weiß es gerade nicht. Also ja, ich gehe jetzt da mal hin. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht der richtige Weg. Also, klar, ich muss zur Schmerzensspitze. Das ist klar, das ist ja auch fein. Die ist da oben. Ich habe zwei neue Schnecken. Bringen mir zwei neue Schnecken was? Ich gehe einfach mal zum Orakel. Ich möchte nur kurz zum Orakel gehen. Ja, das machen wir. Und unterwegs kann man ja hier sagen, hier bitte. Ich wäre halt ganz gerne nach Myrt gefahren.
29 Schnecken, die bringen mir nichts. Was, wann kriege ich wieder das 35? Was Gesundes. Ich wäre ganz gerne nach Mirz. Ich wäre in Mirz, hätte ich ganz gerne ja, halt mit den Leuten gequatscht. Ich habe meine Rolle erfüllt. Viel Glück und gute Reise. Ja, okay, du bist dann leider ein bisschen nutzlos geworden. Es ist in Ordnung. Dann gehe ich halt einfach wieder hier nach oben. Whee! Ja, hier muss ich wirklich nur straight up nach oben. Naja, nicht ganz, aber relativ. Hier war die Glocke, da war dies, da war das und da kann ich nach oben weg. Was ist das? Keine Ahnung, sieht aus wie ein Riesenprisma. Also ich kann jetzt auch in dieser Welt einfach so das Licht. So swappen. Schon cool. Schon cool. Dann gehen wir jetzt hier wieder ran. So. Wir sind jetzt mächtig. Wir können jetzt hier Licht machen, wie wir wollen. Die Frage ist, wie bewegt sich dieses Rätsel? Aha. Okay. Ah. Ich krieg einfach zwei Statuen, die ich hier. Plop, plop. Pilze! War ich kurz abgelenkt, was? Die Schmerzensspitze. Wir wurden vor der Schmerzensspitze sehr, sehr ausführlich gewarnt. Es gibt kein Zurück mehr. Direkt hinter dir. Wir wurden gewarnt. Der einladendste Ort ist es tatsächlich nicht. Aber man kann auch mal speichern. Das ist schon mal was wert. So. Was? Pilz? Nein. Hey, was bist du? Was zur Hölle bist du? Und du bringst auch noch irgendwas anderes mit rein. Eine Spürnase. Das ist also eine Spürnase. Wusste ich gleich. Ah, verwundbar auf jeden Fall gegen Feuer. Oh, okay. Der braucht definitiv magischen Schaden. Die Frage ist, es sollte schon Feuer sein. Ja. Dann machen wir das. Wie sieht es bei dem hier unten aus? 35 ist normaler Schaden. Giftschaden macht nicht wirklich mehr Schaden. Ein Moonmerang einfach nur zum Countern, dass wir da safe sind. Das war fast zu früh. Ah, okay. Okay, okay, okay. Das ist dann in Ordnung. Eine mit Sonne, der andere mit Mond. Kann ich nicht mal kurz Mana? Der Pfirsichstrudel. Na. Fischsuppe. Fischsuppe klingt super. Herzhafter Eintopf. Hierhin, das ist auch okay.
Also, es sind schon absolut wilde Gegner hier. Kriege ich einen Sonnenball durch die... Ja, kriege ich. Fleischschild. Okay, die halten aber auch nichts aus. Das ist gut. Licht. Hätte ich das hier unten auch schon mal irgendwo machen sollen? Hätte ich hier irgendwo einen Kristall andrücken können für Licht? Nee, das ist jetzt der erste. Das ist der erste. Da geht's nicht weiter. Da bedauerlich. Okay, okay, okay. Ich verstehe, ich akzeptiere. Ja, genau. Und der fährt uns da runter und dann kann ich ein bisschen mehr Licht machen. Der fährt uns hoch. Aber was ist oben? Let me Google that for you. Oh, ist das dunkel hier. Da kann ich runterklettern. Ah, Kiste. Ein Phantomdolch. 6 mehr Angriff gibt ein schwaches, unheilvolles Geräusch von sich. Vertrauenserweckend. Sowas hat man doch immer gerne in den... Oh. Enden. Ja, aber gut. Dann kann ich doch hier einfach den Mondmerang machen. Und wenn ich mich jetzt nicht allzu blöd anstelle, dann sind die doch beide weg, oder? Das war vorhin sehr effektiv. Dann sollte das doch hier... Bitte, der lebt noch. Der lebte noch nach über 400 Schaden. Okay. Okay, okay. Anders wild. Das ist einfach anders wild. Ist okay. Ist okay. Ja, das kann man so machen. Nein, passt. Auf jeden Fall eine bessere Waffe jetzt erstmal für den Weg. Hat sich also gelohnt. Diese Gegend ist so bedrückend. Das ist richtig bedrückend, so richtig ekelhaft. Dann machen wir doch hier einen Sprintschlag. Wenn Feuer das Geheimnis ist. Jo. Ja. Ich dachte gerade, das hier wäre ein Pilz und ich hätte ihn gerne mitgenommen. Ja, theoretisch müsste ich auch hier jetzt gerade auf Ding setzen, aber habe ich nie. Ich counter mal kurz seinen Angriff hier. Dann... Ich muss mit ihr einen Moonrun machen, auch wenn es mir nicht gefällt. Aber dadurch counter ich sein Spell und das ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Und ich töte fast alle Gegner dadurch. Auch wichtig. Combo, Sonnenwend. Und hier, zack, zack. Also sobald ich den überhaupt magisch treffe, kriegen die dermaßen einen Schaden. Das ist auf jeden Fall zu befürworten. Ja, ein Schalter.
Ein Schalter. Dann wieder mühsam hoch. Und auf die andere Seite. Man läuft halt sehr viel eigentlich blind. Beziehungsweise nicht unbedingt blind, aber so wie man es halt vom Gefühl her gewohnt ist. Ne? Also dieses Hochklettern, diese Ketten, alles Mögliche. Roll, roll. Weg mit dir. Ah, da hinten wird's heller. Also einfach so, wie man es im Gefühl hat, wie man sich halt normal bewegt. Das merkt man hier schon. Okay, so viel zum Thema, hier wird's heller. Ich wurde angelogen. Fischkuchen, oder? Pergament haben wir noch mehr als genug. Das geht nur auf einen. Das hier geht auf die Kuchen. Ja. Na komm, machen wir zwei Stück für die Gruppe. Man muss halt langsam tatsächlich sagen, dass diese Heilung nicht mehr so krass ist. 55 Lebenspunkte heilen ist halt... War mal gut. Ist jetzt nicht mehr gut. Ist jetzt einfach nur noch... Naja, ne? Der Eremit der Qualen. Boah, ich bin richtig gespannt, was das für ein fettes Ding wird. Ah, schön hell. Ja, so mag ich das. Das mag ich nicht, aber wir sind gerade frisch geheilt. Das heißt, dann reiche mir den Sprintschlag. Ich muss sagen, das ist einer der angenehmsten Angriffe. Der ist einfach durchzuführen, trifft jeden Gegner. Man hat das Gefühl, der macht nicht so super viel Schaden. Aber hier wird's eklig. Ah, hier wird's eklig. Ja. Aber er ist halt schnell und einfach durchzuführen und das finde ich gut. Auch diese Regenbogenschnecke hier finde ich gut. Damit fehlen mir jetzt noch 5. So, immer ein klein bisschen im Kopf mitzählen, wie viel man für die nächste Sache braucht. Für etwas Gesundes hat es geheißen. Das heißt 5 Stück noch. Mond. Und los geht's. Mit der doppelten Power sollte das eigentlich ganz gut laufen. Ja, auch ohne großen Aufwand. Klick. Klick. Ja, und das ist genau wieder dieses Ding. Hier wäre der Sprintschlag super, aber ihm fehlt ein Mana-Punkt. Ein Punkt fehlt. Dafür jetzt zu heilen wäre aber nicht sinnvoll. Das heißt, wir gehen leider mit einem... Oh, warte mal, wir gehen bei ihr erstmal mit der Heil, also mit dem Schild. Wir gehen mit dem Schild, damit wir das Ganze blocken. Damit wir da safe durchkommen. Das finde ich nicht nett. Ah, okay. Alles klar. Da hole ich mir das Mana und dann könnte ich doch eigentlich den Sprintschlag dorthin setzen. Oh, ich hätte... Ja. Ich hätte gerade das Urmana aufnehmen sollen. Das war doof. Ich nehme hier mal eins mit.
Bei ihr muss man sich so viel mehr konzentrieren. Also habe ich zumindest das Gefühl. Oh. Der Sonnenwendschlag. Also Urmana ist halt einfach eine ziemlich geile Sache. Damit spart man sich so oft einen Spell, weil man das einfach über den Angriff nehmen kann. Ist hier sonst noch was? Da ist irgendwie gerade was eingraviert. Ja, eigentlich könnte man schon hier einen Fischkuchen nutzen, einfach fürs Mana für die Leute. Einfach nur, damit hier die... Ah! Aha. Okay. Ich dachte mir in der ersten Sekunde so, hä? Oben. Das ist immer das Schwierigste. Wo ist das extra Item? Wo muss ich hin, damit ich das extra Item mitnehmen kann? Grünes Blatt. Was ist denn jetzt ein grünes Blatt wieder? Maximales Leben plus 15. Ah, grünes Blatt. Hat er leider schon. Dann kann ich ihm aber auch, hey, hier nochmal magischen Angriff geben. Und den Abakus lege ich auf ihn. Ich glaube, dass der nur funktioniert, wenn er eingewechselt ist. Glaube ich. Werden wir gleich sehen. Im nächsten Kampf. Aber mir war es erstmal wichtig, dass wir die Mana-Kosten... Nee, nicht die Mana-Kosten senken. Was war das andere? Wo ich gesagt habe, muss ich sofort reinnehmen. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, genau, die Extra-Aufladung. Klar. Mann, ey. Kann ich denn sowas vergessen? Die extra Aufladung. Was ist das? Sieht aus ein bisschen wie Affen. Sail? Ja, oder Maulwürfe. Siehst du auch einen Haufen pelziger kleiner Hintern? Ja. Affen! Baby-Gorilla! Ah, wusste ich's doch. Hallo, Madame. Wow, ihr seht alle sehr gesund aus. Ist das ein Schwert? Hey, du bist wieder der andere Typ. Er konnte winzige kleine Sonne verschießen. Er meinte, er würde unsere Mutter retten. Dann ging er einfach. Wie unhöflich! Sei nicht unhöflich, Sonnenjunge! Sei nicht unhöflich. Was ist hier los? Können wir einen behalten? Was ist mit eurer Mutter passiert? Sie ist unten. Wir lieben sie so sehr. Sie sagte, wir können wegen des Monsters nicht zu ihr. Also starren wir sie von hier oben an. Sie ist so schön. Früher liefen wir über die ganze Insel. Ich vermisse die Wolken. Gibt es Wolken noch? Ja, Wolken gibt es noch. Hey, klingt, als würden sie sich von den Gorilla-Matriarchen reden. Aber Teeks meinte, alle göttlichen Geister wären vor langer Zeit vom Flashmancer zerstört worden. Der Direktor sprach ebenfalls davon. Er meinte allerdings, man hätte sie vernichtet oder geerntet. Jungtiere sind also Nahrung für den Eremiten. Wieso hat unser Orden nichts dagegen unternommen? Wir versiegeln einfach den Berg und tun so, als wäre nichts passiert? Hey, es ist unhöflich, unter sich zu reden. Tut das nicht! Wir werden eurer Mutter helfen und euch alle rausholen. Wirklich? Das wäre toll. Wir können wieder über die Insel laufen. Oder sie kehren niemals zurück wie unsere Geschwister. Ich glaube, das Monster hat sie gefressen. Ich glaube, sie haben ein schöneres Zimmer gefunden und wollen es für sich allein haben. Wie unhöflich, nicht zu teilen. Wir kommen wieder, versprochen. Beenden wir diesen Wahnsinn. Und genau, erstmal haben wir jetzt einen Kuchen gewastet, und zwar ganz, ganz arg, weil jetzt heilen wir uns hier. Aber wir speichern auch noch kurz diese komischen Affen, ey.